Hörverlag Serials. Ihr hört Fremdgänger, Folge 8. Ein Fiction-Podcast von Anna Christ und Jonas Pflaumer. Vor dem Finale gibt es von uns noch einen Tipp, damit ihr danach gleich weitere spannende Podcasts im Player habt. Nutzt auf jeden Fall die App von Podimo. Da gibt es eure Lieblingspodcasts, aber auch über 20 neue, exklusive Geschichten, die man sonst nirgendwo findet. Besonders zu empfehlen ist der True-Crime-Podcast In extremen Köpfen von Dr. Leon Windscheid. Als Psychologe untersucht er abnormale Menschen, die verrückte Dinge getan haben. Und das sind richtig fesselnde Stories. Schon dafür lohnt sich der Premium-Zugang. Und den bekommt ihr als Fremdgängerhörer 2 Monate lang kostenlos. Einfach unter podimo.de/fremd stöbern und staunen. Denn es kommen monatlich neue Podcasts bei Podimo dazu. Kreditkarte müsst ihr keine hinterlegen. Nach dem Test entscheidet ihr einfach, ob die Gratis-App oder der Premium-Account besser zu euch passen. Also ab zu Podimo. podimo.de/fremd. So, und jetzt geht's endlich los. Die letzte Folge von Fremdgänger. Präsentiert von Hörverlag Serials. Nein. Nein. Ja, wir konnten sie orten. Ich bin auf dem... Da vorne ist sie. Da vorne ist sie. Ich melde mich, Herr Struck. Pia! Mein Gott, da bist du. Was machst du denn hier? Ich weiß es nicht. Darf ich mich zu dir setzen? Von mir aus. Wohin willst du denn jetzt fahren? Hm? Keine Ahnung. Aber ich kann da keine Sekunde mehr bleiben. Die wissen alles. Die wissen gar nichts und wir haben dich doch die ganze Zeit im Auge. Was soll denn da passieren? Ach, Konsti, beziehungsweise eher David, denen traue ich alles zu. Und wenn Annika mir nicht mehr glaubt, dann... Pia, du kennst deine Zielperson besser als sie sich selber. Würdest du einer von ihnen Gewalt zutrauen? Ich weiß nicht. Ja, nein, ich habe keine Ahnung, wenn sich ihr Verdacht bestätigt. Jetzt beruhige dich doch mal, Pia. Du weißt, Panik ist jetzt der einzige Fehler, den du machen kannst. Ich kann das so nicht mehr länger. Wir hatten das doch besprochen, Pia. Wenn du jetzt gehst, ist das ein Zugeständnis und das kann fatale Folgen haben. Es heißt jetzt methodisch den Verdacht beruhigen und dann sehen wir einfach weiter. Wer weiß, was die wegen den Inhaftierten noch planen. In ein paar Wochen lassen wir uns was einfallen, dann ziehen wir dich systematisch raus, ohne dass damit unsere gesamte Arbeit gefährdet ist. In ein paar Wochen? Ja. Ich halte es so lange nicht mehr durch. Und unsere gesamte Arbeit ist doch schon längst gefährdet. Wenn die verdeckte Ermittlung jetzt auffliegt, dann mischen sich Hinz und Kunz ein. Dann haben wir die Presse an der Backe und noch ein paar Zivilklagen. Der ganze Einsatz wird gerichtlich geprüft. Und was da alles und wer da alles rumfuscht, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Und ich? Wie bitte soll ich das aushalten? Pass mal auf. Wir holen dir jetzt hier noch irgendwas zu essen und dann fahre ich dich ganz entspannt nach Hause. Das ist doch so kein Zustand. Sieh dich doch mal an. Wir schauen in aller Ruhe zusammen, wie es jetzt weitergeht. Okay? Ganz entspannt. Ja. Okay. Ja? Gut. Na also, wir kriegen das alles wieder hin, Pia. Ja? Ja? Ja. Na, komm. Willst du auch was essen? Ich krieg grad nichts runter. Magst du eine Cola? Nein, danke. Pia, du bist ja nicht allein in der Sache. Wir stehen das jetzt gemeinsam durch. Meinst du? Ja, das meine ich. Weißt du, ich habe sowas bisher immer retten können. Und außerdem haben wir auch schon Leute, die deine Legende verifizieren. Echt? Und alles schon am Laufen. Wirklich? Ja, alles schon organisiert. Kann ich denn vielleicht doch einen Burger haben? Ja, natürlich. Hier.
Alter Mann. Ist doch kein D-Zug. Hallo, Herr Böhm. Ich, Lassen Sie mich raten. Also, es tut mir leid. Ich dachte, ich müsste länger weg. Das war irgendwie... Liebeskummer? Ja, genau. Sowas in der Art. Ja, da kann man schon mal verzweifeln. Wissen Sie, es gibt nichts Sicheres im Leben. Nur das eine, das Leben geht weiter. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Also, ich würde dann vielleicht meinen Kanarienvogel wieder... Den kriegen Sie aber nur ausnahmsweise zurück. Wir hatten uns schon angefreundet. Das nächste Mal bleibt er dann bei mir. Danke, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Na, ich kann Ihnen doch nicht auch noch das Herz brechen. Warten Sie mal eben. So. So. Hier ist er wieder. Danke. Vielen Dank. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr Sie mir da geholfen haben. Schönen Abend noch, Frau Kamera. Okay. Schönen Abend. Tschüss. Und Annika will sich da jetzt raushalten? Das ist gerade einfach alles viel zu hart für sie. Ich meine, sie ist viel krasser involviert als wir. Sie liebt Pia. Ja, absolut. Die sollten wir wahrscheinlich in Ruhe lassen und erst wieder mit reinziehen, wenn wir definitiv Beweise haben. Mhm. Oh Mann, ich denke seit der Nacht an nichts anderes mehr, David. Ich check's einfach nicht. Ich komme immer wieder auf die gleiche Frage zurück. Was meinst du? Na, das zweite Handy, das ich bei ihr gesehen habe, als ich bei ihr in der Wohnung war. Da hat sie einen Anruf gekriegt und ist mit dem Teil raus, aber das war nicht ihr normales Telefon, das war irgendein anderes Handy. Das hat sie sonst nie dabei. Das ist ja schräg. Ja, aber was beweist das jetzt? Das weiß ich doch nicht. Doch, wir müssen an das Handy rankommen. David, wir müssen in die Wohnung. Was, meinst du das ernst? Klar. Ey, Mann, das können wir doch nicht bringen. Das wäre eine Hausdurchsuchung. Dann sind wir doch genauso wie die Bullen. Wir brauchen Gewissheit, oder? Wenn dir irgendwas Besseres einfällt, dann sag's. Pia ist misstrauisch. Die ist jetzt garantiert gewarnt. Es wird nicht leicht, an Infos ranzukommen. Genau, und deswegen brauchen wir eben dieses Handy. Ich glaube, dass wir da Beweise finden können, wer sie wirklich ist. Also doch die Wohnung, oder was? Ja. Ich sehe da keine andere Möglichkeit. Okay. Wie gehen wir es an? Ich sollte den beiden Bescheid geben, wenn ich Pia das nächste Mal treffe. Ja. Mehr wusste ich nicht. Mehr wollte ich auch gar nicht wissen in dem Moment. Hm. Okay, aber damit ihr sicher sein konntet, dass Pia nicht in ihrer Wohnung ist? Ja. Okay, okay. Und dann seid ihr da rein, ja? Ja. Aber über die Details möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich reden. Mhm. Okay. Ich bin auch nicht wirklich stolz drauf. Ist total in Ordnung. Das ist wirklich eure Entscheidung, worüber ihr redet. Ja. Annika, wie ging's denn dir in der Zeit? Ja, ich habe ein paar Tage gebraucht, in denen ich mit niemandem reden wollte. Ich habe irgendwie versucht, mich abzulenken. Mhm. Aber es hat sich irgendwie so ein gewaltiger Klumpen Angst in mir gesammelt. Die Angst, sie falsch zu verdächtigen. Mhm. Und gleichzeitig dieses ohnmächtige Gefühl, dass es doch wahr sein könnte. Ja, okay. Nee, mach ich, Konstantin. Du, ich muss jetzt aufhören. Sie kommt gerade. Ja. Ciao. Na, alles klar?
Ja. Und du? Wo kommst du gerade so her? In der Sprechstunde beim Kirchner. Hab ich doch gesagt. Ach so, ja. Wer ist das nochmal? Mein Dozent in Mediävistik. Hab ich doch erzählt. Ach ja, stimmt. Hast du. Du traust mir jetzt also auch nicht mehr, oder was? Doch. Doch, klar. Ich vertraue dir. Sorry, ich bin einfach nur immer noch so ein bisschen durch. Und vergesslich. Okay, weil mir ist es echt wichtig. Weißt du, was Konsti und David über mich denken, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Sollen sie doch. Mir wäre das nicht egal. Nein, natürlich. Mir ist es auch nicht egal. Aber mir ist es halt wichtiger mit dir. Und es tut einfach weh, dieses ganze Misstrauen. Nach all der Zeit. Ich meine, nach all dem, was wir zusammen erlebt haben. Ja, das glaube ich. Ich finde es auch nur noch bescheuert, alles zwischen allen. Hauptsache, wir beide verstehen uns wieder. Ja, das ist mir auch wichtig. Übrigens hat meine Mutter jetzt fest zugesagt. Echt? Mhm. Wann kommt sie? Nächstes Wochenende. Und sie will mich kennenlernen? Ja, sie will euch alle kennenlernen. Aber vor allem natürlich dich. Cool. Also, cool, dass das jetzt so endlich klappt. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Wollen wir ein bisschen spazieren? Ja. Genial, David. Haben wir jetzt echt alle Nummern? Ja, sag ich doch. Wir haben alles kopiert. Exakt so, wie es auf ihrem Handy ist. Krass, was so alles geht, ey. Ja, wenn man die richtigen Leute kennt. Der Typ hat sich voll zurückgezogen. Der bastelt nur noch rum und programmiert. Aber für sowas ist er echt gut. Jetzt lass mal reinschauen. Gib mal her. Okay, das wäre das Telefonbuch. Jetzt such mal nach Nummern, die sie öfter angerufen haben. Ja, gute Idee. Warte. Hier, schau mal. Die da taucht regelmäßig auf. Gudrun. Lass die mal wählen. Wie, du willst einfach anrufen? Ja klar. Wie sollen wir sonst irgendwas rausfinden? Okay, mach. Und funktioniert's? Psst. Es läutet. Rösinger? Ja, hallo, Frau Rösinger. Ich bin Konsti, ein Freund von Pia. Ja? Warum rufen Sie an? Ist was mit meiner Tochter? Es ist Pias Mutter. Rösinger, nicht Kamera? Nein, alles gut. Ihrer Tochter geht's gut. Entschuldigung, ja? Kleinen Moment, bitte. Hallo? Das ist die Mutter, die jetzt kommt und... Konsti, wir müssen mit... Ja, keine Ahnung, warte. Hallo? Was ist denn mit ihr? Ich riskiere es einfach. Ich erreiche sie nicht. Entschuldigung, Frau Rösinger. Jetzt habe ich Sie warten lassen. Wir wollen Sie sehr gerne kennenlernen. Ha, am besten verraten Sie Ihrer Tochter noch nichts von unserem Telefonat, ja? Okay. Danke. Also, Folgendes. Kann ich Ihnen noch irgendwas anbieten in der Zwischenzeit? Nein, danke. Alles gut. Ah, na endlich. Da ist sie. Hallo. Tut mir leid, wartet ihr schon lange? Ah, hi, Sie müssen Frau Rattel sein. Ja, beziehungsweise für diese Woche Frau Kamera, oder? Genau, hervorragend. Also Pia, das ist deine Mutter für diese Woche. Mhm. So wie wir es besprochen haben, Frau Rattel wird dich begleiten. Ja, also ich bin Pia. Na komm mal her, Töchterchen. Wir sollten uns am besten gleich duzen, richtig? Ja, selbstverständlich, ganz familiär. Okay, wie soll ich denn, also wie nenne ich dich? Also ich heiße mit Vornamen Petra. Das würde ich so beibehalten, damit es keine Missverständnisse gibt, oder? Aber du kannst natürlich auch nur Mama sagen. Oder Mutti. Ganz wie du willst. Gut, Petra, dann nenne ich dich so. Okay, hier Pia, das wird eine längere Sitzung heute. Aber danach sind wir bestens vorbereitet fürs Wochenende. Ja, bestimmt. Danke. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Okay, gerade angekommen, Essen, morgen Abend, ganz wie es euch passt. Okay. Hey, Pia. Hey, du, ne? Du, meine Mutter ist jetzt gerade angekommen und wir gehen jetzt gleich noch was essen. Aber ich wollte schon mal fragen, wann es euch morgen am besten passt, so zum Kennenlernen. Ah, warte mal, ich bin gerade mit Konsti und David, Pia am Apparat. Sie fragt, wann es uns morgen passen würde. Okay.
Ja, also die anderen meinten, ihnen passt 18 Uhr. Wo sollst du entscheiden? Okay, dann lass uns doch einfach beim Italiener neben dem Dohaus treffen, oder? Ja, so machen wir das. Und schöne Grüße an deine Mutter. Ja, richtig aus. Ich freue mich. Tschüss. Ciao. Du brauchst nicht nervös zu sein, Pia. Wir haben das doch alles parat. Danke nochmal für deine Hilfe. Wir haben alles besprochen. Es kann nichts schiefgehen. Hier lang? Neuer Wall? Ja, genau. Hier rein. Und wenn was nicht passt, denk einfach dran, dass sich Eltern und ihre erwachsenen Kinder auch oft nicht mehr kennen. Ja, das stimmt eigentlich. Das ist nicht ungewöhnlich. Genau, da vorne an rechts. Dann parke ich hier, ja? Pia? Ja, gut. Perfekt. Mama. Ich finde, wir machen das prima. Die anderen müssten schon drin sein. Bereit, Pia? Ja, Mama. So, also da hinten sitzen die. Da ist Annika und Pia! Ach du Scheiße. Überraschung! Schau mal, Pia, wir haben deine Mutter eingeladen. Hä, und wer ist das da? Wer? Was, ich... Pia, nein. Pia, was ist denn hier los? Du freust dich ja gar nicht. Sie freut sich ja gar nicht. Okay, ich muss hier weg. Pia, ich muss hier raus. Tu das nicht. Bleib hier, Pia. Nicht. Hey, bleib stehen. Pia! Shit. Warte! Pia, feige Sau. Ich kenne deinen echten Namen, Pia Rösinger. Pia! Überraschung. Wir werden alle erfahren. Du entkommst uns nicht, hörst du? Du entkommst uns nicht. Sie freut sich ja gar nicht. Komm zurück! So, das Landeskriminalamt Hessen und insbesondere die Abteilung für Lageaufklärung steht jetzt für Fragen des öffentlichen Interesses zur Verfügung. Anwesend sind Herr Struck, Abteilungsleiter, und der Leiter der Ermittlung, Wolfgang Heinze. Beide vertraut mit dem Einsatz der verdeckten Ermittlerin mit Tarnnamen Pia Kammerer. Kunze für den Tagkurier. Mittlerweile haben die beschatteten Personen den echten Namen der Ermittlerin veröffentlicht. Was sagen Sie dazu? Auch wenn das Vorgehen der Ermittlerin rechtswidrig und fahrlässig war, sind öffentliche Denunziationen generell als bedrohlich einzustufen. Die Bekanntgabe des Klarnamens unserer Ermittlerin sehen wir als direkten Aufruf zur Selbstjustiz und Gewalt. Mein Name ist Matthias Siebert, FFM Watch. Für mich stellt sich hier die dringende Frage, wurden die Liebesbeziehungen der Ermittlerin mit den Zielpersonen vom LKA gebilligt oder vielleicht sogar begrüßt, um an Informationen zu gelangen? Das Vorgehen der verdeckten Ermittlerin war der Abteilung in den Details zu keinem Zeitpunkt bewusst. Es war von den intimen Verhältnissen, die die Beamtin zur Zielperson gepflegt hat, hatten wir weder Kenntnis, noch ist dem LKA dadurch ein Vorteil in Bezug auf Ermittlungsergebnisse entstanden. Wir bedauern das fehlgeleitete Verhalten der Beamtin sehr. Ja, aber wird es Wiedergutmachungen oder Schadensersatz für die Betroffenen der rechtswidrigen Ermittlung geben? Also es gibt hier keine Betroffenen. Das LKA entscheidet und plant Einsätze gezielt, um gefährliche und verfassungswidrige Strömungen rechtzeitig zu erkennen. Bezeichnen Sie damit die Gruppe Moorblume mit ihrem Einsatz für den Klimaschutz als verfassungswidrig? Das habe ich so nicht gesagt. Nächste Frage bitte. Wird der Einsatz Konsequenzen für... Danke, Herr Siebert. Nächste Frage. Das heißt inzwischen, dass auch das LKA keine Kenntnis davon hat, wo sich die enttarnte Ermittlerin aufhält. Können Sie das bestätigen? Der Aufenthalt der Beamtin ist derzeit nicht bekannt. Ich danke Ihnen. Die Pressekonferenz ist hiermit beendet. Herr Heinze, heißt das, Sie wissen nicht, wo Pia ist? Herr Heinze, wo ist Pia Rösinger? Und an dem Abend im Restaurant habt ihr Pia zum letzten Mal gesehen, ja? Genau, ja. Mhm. Und es sind jetzt fast fünf Monate? Ja, okay. Ja, es war das letzte Mal, dass wir Pia Kamera gesehen haben. Mhm. Also die Pia, die wir kannten. Ja, und die ist nur noch gerannt. Konnte niemand mehr in die Augen schauen. Mhm. Also entschuldigt bitte, dass ich nochmal nachfragen muss, aber
ihr habt auch bis heute jetzt wirklich keine Ahnung, wo Pia Rösinger hin ist? Nein. Null. Also keiner von uns wurde jemals wieder von ihr kontaktiert. Und jetzt werdet ihr vorgeladen. Man hat uns verhört. Und das Gleiche gefragt wie du eigentlich. Aber woher sollen wir das denn wissen? Wenn die haben mir wahrscheinlich schon eine ganz andere Identität besorgt irgendwo. Naja, also ich meine, offiziell heißt es ja... Ja, ich weiß. Aber offiziell gab es auch erst eine Stellungnahme, nachdem wir Anzeige erstattet hatten. Gegen die Rechtmäßigkeit der laufenden Ermittlungen. Ja, und es gab ein Verfahren. Genau. Also, und vor Gericht haben sie anerkannt, dass die Taktik der Ermittlerin Pia Rösinger rechtswidrig war. Weil sie ein Liebes... Weil sie intime Verhältnisse mit den Zielpersonen aufgebaut hat. Verstehst du? Das sind wir, die Zielpersonen. Zielpersonen. Ja, ich verstehe. Wisst ihr denn, was für Informationen sie über euch gesammelt hat? Nein. Wir dürfen die Akten nicht einsehen. Dadurch, dass die Polizei ihren eigenen Einsatz als rechtswidrig erklärt hat, fallen alle Akten der Ermittlung unter den Tisch. Wir wissen nicht, wer Pia war und was sie über uns herausgefunden hat. Wir wissen nur, dass sie alles über uns wusste. Hatte die beschuldigte Polizistin Liebesbeziehungen zu den beschatteten Personen gepflegt? Davon habe man nichts gewusst, so der Ermittlungsleiter auf einer Pressekonferenz. Nach wie vor fehlt von der Beamtin Pia R. jede Spur. Nach dem gewaltsamen Räumungsversuch im Trentebacher Wald... Frau Deisel, ist dies bereits der zweite. Kommen Sie bitte noch mal zu mir? Zimmer 2? In weniger Wochen. Ob mit Konsequenzen zu rechnen ist, wird bisher nur spekuliert. So, jetzt haben wir die Ergebnisse der Urinprobe und... Ja, es ist eindeutig. Also das Ergebnis ist positiv. Was? Sie sind schwanger. Haben Sie mich verstanden? Was? Nein, das geht jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Nein! Das war die letzte Folge von Fremdgänger, ein Fiction-Podcast von Hörverlag Serials. Die Geschichte um Pia ist vorerst vorbei. Wir arbeiten aber schon an den nächsten Fiction-Podcasts. Es gibt also bald wieder etwas Neues zum Hören. In der Zwischenzeit könnt ihr euch unser anderes Serial anhören. Die Thriller-Serie Der Abgrund von Melanie Rabe findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Auf unserer Homepage www.hörverlag-serials.de findet ihr spannenden Zusatzcontent. Schaut außerdem bei Instagram oder Facebook vorbei. Dort erfahrt ihr immer zuerst, wenn es etwas Neues gibt. Die Links findet ihr in den Shownotes. Reviews führen dazu, dass Fremdgänger in den Hörercharts bleibt. Danke, dass ihr eine Bewertung dalasst. Bei diesem Hörverlag-Serial führte Roman Neumann Regie. Als Sprecher sind dabei Anne Müller, Rosario Bohner, Anjoka Strechel, Andreas Fröhlich, Florenz Schmidt, Sabine Arnhold, Steffen Groth, Monika Oschek, Leonie Reiner, Timo Weißschnur, Sebastian König, Ulrich Blöcher, Alexander Ratschun, Marian Funk, Markus Hoffmann, Katharina Pütter, Stefan Peetz, Walter Kreie, Gabi Blum, Nadja Schulz-Berlinghoff und Ilka Teichmüller. Ton und Technik: Stefan Peetz im Studio am Zollhaus Berlin. Musik: Mihau Kreitschok. Fremdgänger. Eine Produktion des Hörverlags. Der Hörverlag veröffentlicht laufend neue Hörbücher, Thriller, Fantasy und vieles mehr. Wenn euch also Fremdgänger gefällt, seid ihr beim Hörverlag richtig. Unsere Hörbücher gibt es zum Download und auf CD.